Traditionell ist unsere Ehrengala auch immer eine Bühne für regionale Künstler. Das soll auch in diesem Jahr sein und deswegen haben wir uns heute virtuell einen Künstler aus Magdeburg eingeladen, der auf den Bühnen der Stadt, aber auch auf den Bühnen Deutschlands, Europas und sogar auf Kreuzfahrtschiffen zu Hause ist. Er ist bekannt für seine Songs, die viel zu sagen haben und er ist auch bekannt für seine Worte, die er darüber hinaus zu sagen hat. Herzlich willkommen, Manuel Richter. Manuel, die Pandemie hat uns alle schwer getroffen. Wie geht es dir als Künstler? Sinnbildlich rückt man tatsächlich mehr zusammen und ist mehr beieinander und hilft sich gegenseitig. Und ich persönlich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung, auch die man jetzt in der Zeit machen kann. Ich bedanke mich natürlich auch bei der Volksstimme und bei vielen anderen Veranstaltern, die eben trotzdem irgendwie versuchen, für uns Künstler Verschiedenes möglich zu machen, dass eben nicht so ganz man als Künstler nicht ein ganzes Gefühl hat, man wäre in der Zeit nutzlos, sondern man kann Sachen tun, man kann Menschen bewegen, emotional erreichen. Und Musik ist viel mehr als nur nebenbei zu hören oder Musik ist ein ganzes Lebensgefühl. Musik begleitet einen in allen Bereichen im Leben und setzt ja auch Emotionen in Gang und macht sie lebendig. Also ich selber fühle das natürlich als Musiker wahrscheinlich noch viel, viel stärker als jemand, der vielleicht mit Musik nicht so viel am Hut hat. Aber ich denke, im Allgemeinen geht es jedem Menschen so, dass Musik eben diese spezielle Wirkung hat. Und deswegen ist natürlich Musik auch in Zeiten der Krise, wo es schwierige Situationen gibt, Mutmacher. Jetzt wird viel über Hilfe und Solidarität diskutiert. Wie erleben Sie das im Moment? Hilfe und Solidarität, das ist wahnsinnig wichtig, dass man sich in der Gesellschaft, in dieser Zeit momentan, dass wir uns als Künstler nicht abgehängt fühlen, dass wir uns als Teil der Gesellschaft fühlen. Das ist eben das, was ich persönlich auch aus dieser Krise als positive Bilanz irgendwo rausnehme. Also ich bin eigentlich wenig ein politischer Mensch, aber ich finde, ich habe noch nie so viel Politik und so viel Transparenz von unserer Politik gesehen, wie eben jetzt in den letzten Dreivierteljahren oder im letzten Jahr. Das weiß ich sehr zu schätzen und sehe da durchaus positive Sachen. Ich entlasse Sie natürlich nicht aus diesem Interview, ohne Sie selbst gehört zu haben. Ich freue mich deswegen jetzt sehr auf Ihren Titel »Das Gold von morgen«. Lang der Tag und kurz die Nacht. Schon wieder kopflos aufgewacht. Das Herz ist leer, der Kopf zu voll. Nichts gelingt und alles soll. Der nächste Tag, das leichte Ziel. Der nächste Tag ist schon das Ziel. Thank you.
Danke, dass Sie dabei waren. Alles, alles Gute für Sie. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich wieder mit dabei sein darf beim Magdeburger des Jahres. Drücke ganz, ganz doll die Daumen für alle Nominierten und werde es interessiert verfolgen. Und wir sehen uns bald wieder. Vielen lieben Dank.